Nutzt du auf deinem Bike die Hinterradbremse? Dies ist eine wirklich sehr häufig gestellte Frage an mich und ich denke, es ist an der Zeit, die Thematik Hinterradbremse dementsprechend mal zu besprechen. Bleibt dran! So, ich habe ja in einem anderen Video schon mal bezüglich der Hinterradbremse was angesprochen, was, ich möchte jetzt mal sagen, einen sehr, sehr hohen Diskussionsbedarf ausgelöst hat. Schauen wir uns das Ganze erst einmal physikalisch an. Wir müssen einmal grundsätzlich verstehen, was passiert, wenn ich die Hinterradbremse betätige und auch was passiert, wenn ich die Vorderradbremse betätige. Und wenn wir das Motorrad jetzt einmal so in der waagrechten Dastehen haben und unsere Fliehkraft durch das Bremsen verzögern über die Vorderradbremse, ist uns bewusst, dass das Gewicht nach vorne geht, die Gabel eintaucht und das Heck leichter wird. Wenn man jetzt die Hinterradbremse betätigt, ist es minimal anders. Das hat jetzt mit der Front relativ wenig zu tun, aber auch ein bisschen, komme ich gleich drauf. Wenn man die Hinterradbremse betätigt, ist es in der Regel so, dass das Motorrad hinten in das Federbein einfedert und sprich auch das Gewicht, das Balancegewicht zwischen hinten und vorne verteilt wird auf mehr hinten. So, jetzt wäre es ja grundsätzlich so, dass wenn ich vorne bremse und das Motorrad vorne hineingeht, könnte ich quasi das Ganze kompensieren, indem dass ich hinten mit dazu bremse. So, jetzt ist natürlich auch an dich gefragt, wie hast du das bisher gemacht? Hast du nur vorne gebremst, hast du nur hinten gebremst oder hast du 70-30, 60-40? Erklär es mir mal, wie du bisher gebremst hast. Und jetzt erzähle ich dir, wie ich es mache. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass die Hinterradbremse ziemlich jungfräulich ist. Also ich nutze die eigentlich nur, wenn ich das Hinterrad wechsle und wenn ich dann probiere, ob sie zumindest funktioniert. Und hin und wieder, wenn ich durch die Boxengasse fahre, drücke ich mal drauf und schaue, ob sie geht. Das Ganze hat folgende Gründe. Wenn ich bremse, bremse ich so hart, dass ich maximale Verzögerung haben möchte. Und die meiste Verzögerung macht nun mal die Vorderradbremse. Die Vorderradbremse hat zwei große Sättel, hat zwei große Bremsscheiben, hat zwei große Beläge drin, eigentlich vier, hat eine riesen Bremspumpe und das Gewicht kann besser absorbiert werden. Das heißt, das Vorderrad kann einfach mehr Gewicht aufnehmen. Dabei entlaste ich natürlich mein Heck enorm, teils sogar ist das Hinterrad so minimal über dem Boden, womit mir eine Hinterradbremse so gut wie überhaupt nichts mehr bringt. So, und jetzt kommt dazu, dass ich natürlich eine Hinterradbremse haben möchte, aber wie kann ich dosieren mit meinem rechten Fuß das Hinterrad in einem Bremsmoment zu haben, wo ich am maximalen Grip-Level vom Reifen komme, ist extrem schwierig, weil du da ganz wenig Gefühl hast. Es fühlt sich eher fast ein bisschen so an wie 0 oder gar nichts. Ja, 0 oder 1 in dem Fall. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor, der für mich absolut entscheidend ist, ist die Motorbremse. Ist für einen Rennfahrer absolut unverzichtbar. Also es gibt ein paar, die fahren ohne Motorbremse und mit ganz wenig, aber die meisten Rennfahrer wollen so viel wie möglich Motorbremse haben, um die Hinterradbremse tendenziell zu ersetzen. Das heißt, die Motorbremse hat mehrere Vorteile. Erstens bleibt das Rad nicht stehen. Das heißt, wenn du einen Gang runterschaltest und die Drehzahl eventuell zu hoch ist, dann bleibt dir mit der heutigen Technik von Anti-Hopping-Kupplung, ich habe auch im damaligen Video gesagt, dass die meisten Motorräder haben Anti-Hopping-Kupplung, das ist die neueste Generation, seien wir uns ehrlich, es ist fast schon Standard. Und somit kann mir das nicht passieren, dass das Hinterrad stehen bleibt. Das ist ein enormer Vorteil, weil ich mich darauf verlassen kann und ich muss darüber nicht nachdenken, ob das Hinterrad stehen bleibt. Seien wir uns ehrlich, wenn du von der Kurve auf eine Kurve anbremst mit 180 Sachen und dann bleibt das Hinterrad stehen, das ist eher eine Glücksfrage, ob du das abfängst oder nicht.
Probier doch einfach mal aus, wie es ist, wenn du in eine Kurve hineinfährst und hast entweder den Leergang drin oder ziehst die Kupplung und betätigst nicht die Hinterradbremse. Ist ein furchtbar bescheidenes Gefühl. Warum hat es seinen Vorteil, wenn eine Hinterradbremse oder eine Motorbremse, die ich bevorzuge, zieht? Das Motorrad geht hinten ein bisschen runter, entlastet die Vorderachse, wodurch ich mit der Vorderachse wieder stärker bremsen kann. Das heißt, ich bremse mit der Vorderachse, das Motorrad geht runter, die Hinterachse zieht und zieht das Motorrad hinten runter, was es vorne wieder ein bisschen entlastet. Was heißt, ich kann vorne wieder mehr bremsen, bis zum gewissen Punkt. Und der Punkt ist dann erreicht, wo das Hinterrad Bodenkontakt verliert und dann die beste Hinterradbremse nichts mehr bringt, wenn das Hinterrad in der Luft ist und dann die Vorderachse auf Block geht oder kurz vor Block ist. Auf Block soll es ja nicht gehen, aber kurz vor Block ist und ich nicht mehr Bremskraft geben kann, weil ich sonst nach vorne über abfliege. So, das ist maximale Bremskraft. Aber wie gesagt, im Verhältnis zwischen vorne und hinten prozentual ist die Vorderradbremse die Macht und die Hinterradbremse läuft eher mit oder beziehungsweise die Motorbremse. Ich verzichte auf die Hinterradbremse, wie schon erwähnt, komplett. Und es hat eigentlich zwei allerwichtige Faktoren. Das ist einmal, dass ich über die Motorbremse viel sanfter dieses Bremsmoment habe und viel kontrollierter. Und es fängt dann, wenn dann an, ganz leicht zu sliden am Kurveneingang, aber bleibt mir nicht stehen. Und wenn du mit voller Gewalt in die Hinterradbremse hackst, dann auch wenn der Motor dreht, du bringst das Hinterrad schon dazu, stehen zu bleiben. Es ist einfach so. Und jetzt kommt der nächste absolut wichtige Faktor für mich. Ich habe euch schon so oft erklärt, wie ich das mache beim Anbremsen oder auch die Profis, und auf die Profis kommen wir gleich noch, ist auch sehr interessant, dass die alle beim Anbremsen schon das Knie rausnehmen und den Fuß schon aufdrehen, damit man das Knie sauber aufdrehen kann, Gewicht auf der Raste haben. Wie soll ich denn da noch das Bremspedal betätigen? Das ist absolut unmöglich eigentlich. Ne? Also da müsste ich ja quasi dann auf meiner Ferse hinten stehen, um das Bremspedal zu betätigen, könnte das Knie nicht vernünftig aufmachen, ist sehr schwierig und fast. Also für mich, dann bin ich Bewegungslegastheniker anscheinend, obwohl ich es eigentlich nicht bin. So, und was machen die Profis, die denen diese, man muss dazu sagen, in der GP oder in der Superbike-WM haben die Motorräder viel andere Möglichkeiten. Die Geometrien sind anders, die Technik ist viel ausgereifter. So ein GP-Motorrad kostet das 30-, 40-fache von so einem Motorrad. Und dann können die natürlich auch erstens vorne mehr Bremskraft geben und sie können aber auch so wodurch auch wieder mehr Hinterrad-Bremskraft geben. Das heißt, wenn denen zum Beispiel an ein paar Stellen die Motorbremse nicht ausreicht, dann brauchen die tatsächlich eine Hinterradbremse. Aus genanntem Grund, dass sie das Knie aber nicht richtig aufdrehen können dabei und kein Gefühl haben, mit dem Fuß zu bremsen, haben sie zu der Fußbremse auch noch eine Daumenbremse. Und die ist meistens auf der linken Seite des Motorrads. Teilweise haben sie das sogar jetzt, hat man es neu gesehen, haben die einen Bremshebel für die linke Hand. Also der ist dann unter der Kupplung so schräg nach unten gedreht, um an manchen Stellen mit der Hinterradbremse zusätzlich zu arbeiten. Für was nehmen Sie diese zum Beispiel auch noch? Es gibt ein paar Stellen, wo das Motorrad sehr willi-neigend ist und ein Profi geht in der Regel dann nicht vom Gas, sondern entweder schaltet er einen Gang hoch. Wenn es aber für den Gang noch nicht so weit ist, wenn er dann nach dem Hochschalten eventuell in ein Drehzahlloch kommt, betätigt er, ohne vom Gas zu gehen, eventuell leicht die Hinterradbremse. Damit das Motorrad aus der Willi-Neigung herauskommt, dann geht es wieder runter. Das ist auch ein Grund, warum ein Profi eine Hinterradbremse benutzt. So, jetzt möchte ich aber behaupten, bin ich jetzt nicht der allerlangsamste Motorradfahrer und dadurch, dass ich meine Hinterradbremse nicht brauche, die also quasi absolut jungfräulich ist, ich nutze nicht. Ich brauche die Hinterradbremse nicht. Mir ist es wichtig, dass sie funktioniert. Im Falle des Falles, wenn vorne mal irgendwas ist, kann ich immer noch die Hinterradbremse betätigen und kann ins Kiesbett fahren, zumindest mit geringerer Geschwindigkeit als überhaupt ohne Bremse. Das heißt, es ist wichtig, dass sie funktioniert, aber ich benutze sie nicht. Für mich ist die Motorbremse das Alpha und Omega. Motorbremse ist für mich wichtig. Teilweise gibt es Kurven, die fahre ich mit dem Gang niedriger an, als ich sie eigentlich anfahren möchte, beziehungsweise als ich sie für den Ausgang haben möchte. Da gibt es ein paar Stellen an manchen Rennstrecken, da will ich am Kurveneingang die 2 haben, damit das Motorrad schön lang zieht, setzt sich, entlastet die Vorderachse, kann ich wieder stärker bremsen, das Motorrad ist viel radienführiger.
Und am Ausgang ist mir der Gang aber eigentlich zu hoch. Dann möchte ich eigentlich dann gerne den höheren Gang. Mache ich aber dann nicht. Dann gehe ich einen Kompromiss ein. So, ich habe auch unter dem anderen Video, was ich vorher schon angesprochen habe, haben viele gesagt, das Aufstellmoment von einem Motorrad, wenn man mit der Vorderradbremse bremst und das Aufstellmoment, wenn man mit der Vorderradbremse in die Kurve hineinbremst. Das ist ein Thema, wenn zum Beispiel das bei alten Motorrädern ist. Bei älteren Motorrädern waren früher die Reifen auch nicht so weit, dass die Reifen überhaupt insofern funktioniert haben, dass man in die Kurve hineinbremsen konnte. Und ein neues Motorrad, ein aktuelles Motorrad oder auch ein altes Motorrad mit einer aktuellen Gabel, die überarbeitet worden ist von jemandem, der sich auskennt, ist es so, dass das Motorrad auf der Bremse besser lenken soll als ohne Bremse, weil es dadurch in einen Nachlaufbereich kommt durch die Einfederung und somit einfach besser lenkt. Das heißt, es verändert quasi die Geometrie. Ich habe da erst wieder ein Thema zu meinem Fahrwerksprojekt mit der Kawasaki ZX-10R gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen. Da geht es hauptsächlich um so Thema Fahrwerk. Wie verhält sich das? Und wenn man jetzt sagt, okay, was ist bei dem Reifen anders? Habe ich auch schon ein Video darüber gemacht. Das heißt Limit des Vorderrads. Da geht es um die Thematik in die Kurve hineinbremsen. Wie viel Druck braucht der Reifen? Warum ist es besser, in die Kurve hineinzubremsen? Etc. Ich hoffe, das Video war interessant. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Schreib dazu, ob du denn die Vorder- oder die Hinterradbremse oder beides in Kombination, in welchem Sinn auch immer. Wie wichtig ist für dich die Motorbremse? Kannst du deine Motorbremse verstellen? Hast du sie schon mal verstellt? Würde mich alles ein bisschen interessieren. Das ist ein sehr komplexes Thema. Da wird es auch ein paar Diskussionsbedürfnisse hier geben, denke ich mal. Schreibt es rein. Abonniert auch gern den Kanal, wer ihn noch nicht abonniert hat. Kurze Info am Rande für Leute, die mich schon kennen. Es ist heute Freitag, der 21. Februar. Für Kurzentschlossene, ich bin am Montag, den 24. Februar am Slowakiering. Ich habe den Slowakiering exklusiv gemietet. Wir fahren maximal 25 Teilnehmer auf der Rennstrecke. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was frei. Schreib mir eine E-Mail, wenn du Bock hast, am Montag Motorrad zu fahren. Wetter wird gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.